Heute seht ihr den Abschluss der Überlebensnotizen, Ausschnitte aus dem neuen Update 14 Trailer und ob der Strom für die Hordenacht reicht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead hier auf Dalbert TV. Mir ist beim Schneiden der letzten Folge, die ihr gestern gesehen habt, etwas aufgefallen. Und zwar ist hier und dort vorne diese Brücke hier von dem Riesenweg, den ich gebaut habe, nur mit ungefähr 1,5 Fundamenten Höhe über diese Brücke hier rüber gegangen. Und dementsprechend war, wenn ich hier stand, die Wegführung für die Riesenzombies, weil die ja dann von hier darüber mussten, unterbrochen und deswegen sind die da unten nicht reingelaufen. Das werden wir jetzt korrigieren, werden jetzt hier mal eine neue Leiter hinsetzen, beziehungsweise ich werde, glaube ich, vorsichtshalber einfach zwei Stück machen. Wir sind ja höhentechnisch nicht so stark begrenzt. Genau, und während wir das Ganze hier aufbauen, habe ich noch ein paar interessante Neuigkeiten für euch. Der eine oder andere wird schon gesehen haben. Es gibt einen neuen Trailer für das Dev-Update Nr. 14. Und ich werde euch hier zwischendurch mal ein paar Szenen einblenden. Ich bin mir nur nicht sicher, weil da ziemlich krasse Musik auch im Hintergrund läuft. Ich werde es deswegen ohne Ton machen, aber die Bilder sind eigentlich schon aussagekräftig genug. Ich denke, das wird ein richtig geiles Update. Und ich habe von einer offiziellen Stelle bzw. von den Devs selber eine Mitteilung gelesen. Die habe ich nicht persönlich bekommen an der Stelle noch gesagt, wo drinne stand, dass das Ganze vor den nächsten koreanischen Ferien oder Feiertagen stattfinden soll. Also ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht genau, wann die sind, dass das aber diesen oder nächsten Monat stattfinden wird. Und das wird dann auch dazu führen, das war auch an der Stelle schon mal angekündigt, dass ich diese Staffel hier natürlich auf der Stelle beenden werde und dann in die neue Geschichte einsteigen werde. Da die komplette Story da überarbeitet sein soll, werden wir da natürlich wieder von vorne anfangen. Und ich denke, wenn ich das richtig interpretiere aus dem Trailer-Video, dass wir das sogar müssen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste es von der Höhe her passen. Die Riesen sollen hier langlatschen. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Und jetzt sollte es auch keine Schwierigkeiten mehr mit der Wegfindung geben, wenn ich hier unten auf der Brücke stehe. Dann habe ich jetzt mal oben links die Tastaturbefehle abgestellt. Da bin ich in den Kommentaren drum gebeten worden. Und der nächste Punkt ist das Thema mit den Überlebensnotizen. Da werden wir jetzt auch mal gucken, dass wir da ein bisschen weiterkommen, dass wir die auch mal ausgeblendet werden. Hier haben wir jetzt erstmal einen Stachelwerfer aufgestellt. Dann sollen wir hier so einen Bolzen herstellen. Das kriegen wir auch mal auf die Schnelle hin. Zack, haben wir erledigt. Und jetzt sollen wir Falle mit Köder bauen. Und das werden wir auch tun. Das Ding reißt sich wieder ab. Das brauchen wir nicht. Für Falle mit Köder habe ich mir auch schon eine gewisse Position ausgedacht, wo ich die hinstellen möchte. Wir brauchen dafür 5 Fleischstücke und dieses andere Zeug. Bin mir sicher, dass ich da... Ach ja, reichlich habe ich davon. Ich habe nur keinen Platz mehr in der Tasche. Dann schmeißen wir kurz was raus. Jawohl, jetzt dürfen wir es bauen. Sehr gut. So, dann rennen wir da einmal hin. Und zwar möchte ich das Ding ganz gerne hier vorne hinstellen. Und zwar, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde hier jetzt einfach nochmal eine Brücke dran setzen. Oder gehen wir da sogar noch anders. Ja, doch, wir gehen da sogar noch anders vor. Mal gucken, ob ich die Dinger hier dran setzen kann. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, dass ich nicht mich speise mit den mit der Treppe. So sollte es gehen. Und da setzen wir jetzt noch eine Brücke vorne dran. So, und da kommt jetzt diese Fleischfalle drauf. Mal gucken, ob die was bringt. Bin mir da gar nicht so sicher. So, und dann wird der Spaß hier noch aufgewertet. So, perfekt. Das Ding nehmen wir auch. Zumindest erstmal alles auf Stein. Die Eisenaufwertung muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich habe jetzt noch mal ein paar Äste besorgt. Dementsprechend kann ich hier wieder ein bisschen was bauen. Aber es ist leider noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, dann stellen wir die zweite Falltür noch auf. Perfekt. Und dann sollten die Zombies, wenn die hier hochkommen, was ja fast nur schwere oder auch schnelle Zombies sind, sollten dann in der Lage sein, hier rüber zu rennen zum Fleischsack und hier dann einfach wieder durchfallen und den ganzen Spaß nochmal von vorne bearbeiten müssen. Genau, so. Dann möchte das gute Stück hier von uns noch ein Sprungbrett. Das sind diese guten Stücke hier. Die möchte ich natürlich auch installieren. Dafür hole ich auch mal schnell die Materialien zusammen. Einmal das Sprungbrett. Und zwar stelle ich das so hier hin, in der Hoffnung, dass die Zombies dann nicht auf diese Brücke da drüben geschleudert werden. Müssen wir noch ausprobieren, sonst muss ich da irgendwie noch eine Wand oder sowas zwischensetzen. Sollte aber an und für sich kein Problem sein. Oder ich stelle es erstmal hier hin, das sollte auch gehen. Perfekt. So, als nächstes will er einen Mehrfach-Raketenwerfer und ich glaube, das ist sogar die letzte. So, den klemme ich einfach mal hier vorne an die letzte, an das letzte Fallbeil ran. So, das funktioniert auch. Und jetzt den Mehrfach-Raketenwerfer. Das ist dieses gute Stück. Das werden wir jetzt auch noch aufbauen, sofern ich die Mats dafür habe. Aber ich reiße es direkt wieder ab. Stell mal auf das gute Stück. Stell es jetzt einfach mal hier hin. Wie gesagt, kommt eh weg. Und damit sind die Überlebensnotizen jetzt auch abgearbeitet und dementsprechend auch
ausgeblendet. Guti, dann lasst uns mal gucken, ob wir hier nicht noch vielleicht ein bisschen Strom aufgebaut bekommen. Ich trage mal eben die Materialien dafür zusammen. Guti, also 3 Windturbinen können wir noch bauen. Das machen wir jetzt auch direkt. Eins. Komm, lass mich hier auch noch irgendwo einen hinstellen. 2. Hier geht nirgendwo mehr irgendwas. Muss da irgendwo noch. Da geht noch einer mitten rein. So, die drehen sich alle. Der hier dreht sich allerdings nichts. Dann müssen wir den nochmal wegreißen. Und nochmal neu aufstellen. Fehlen nochmal 2 Plastik. So. Er dreht sich schon wieder nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So, wenn man die Dinger hier zerlegt, kriegt man auch ein bisschen Plastik. Ich baue mal diesmal ein paar mehr gleich. Ach, kann das sein, dass das wegen dem Ding da oben nicht funktioniert? Wahrscheinlich. Guck mal, der dreht sich einwandfrei. Ui, dann kommen hier nochmal 3 von den Ohrschaltern hin. Spiel kennt man ja jetzt schon zu Genüge. 1, 2 und 3. So. Der da dran. Nee. Der kommt dahin. Und jetzt fehlt hier irgendwo noch einer. Der hier. So, dann schließen wir jetzt noch die neuen Windturbinen an. Und die letzte. Die ist da ganz hinten. Und damit haben wir einen Stromoutput von 385. Das wird uns wohl hoffentlich durch die Nacht bringen. Guti, dann räume ich jetzt nochmal fix alles auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Welle hat begonnen. Tag 15, 0 Uhr. Wir haben tatsächlich jetzt noch 3,5 Batterien vom Hauptakku plus dann eben nochmal die einzelnen Zwischenbatterien alle vollgeladen. Das sollte also kein Problem sein. Die Falltür da unten habe ich jetzt nicht nachgeladen, damit die Zombies gar nicht erst auf die Idee kommen, da unten lang zu laufen. Das werden wir dann in der nächsten Nacht vernünftig testen. Und ansonsten gucken wir einfach mal, wie der ganze Spaß hier laufen wird heute Nacht. Wir können noch mal schnell gucken. Irgendwas reparieren müssen wir nicht. Kann also alles so bleiben. Dann warten wir einfach mal. Da hinten kommen die ersten Jungs schon. Und da auch. Und da auch. Und da kommen keine. Juli, dann mal reinspaziert in die gute Stube. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich hoffe es sehr. Das Pfeilbeil hat schon mal ausgelöst. Und jetzt geht's mit den Plasmaschockern los. Kann leider den anderen nicht sehen, ob der auch auslöst. Bin mir nicht sicher. Nur mal eben noch mal die Position wechseln, dass ich das ein bisschen besser sehen kann. Ah ja. Ja, die lösen auf jeden Fall beide aus. Sehr cool. Dann sollte das... Oh, da sind die ersten. Ist das eine von denen? Ja, das ist eine von denen. Die Brusttentakeln sind jetzt mit am Start, wie es aussieht. Gucken, ob wir noch mehr neue Zombies entdecken. Tausch mal eben die beiden hier aus. Ah, das sind nur Hunter, die kennen wir alle schon. Da sehe ich auch nur normale. Was haben wir hier noch? Da ist jetzt auch noch nichts Spannendes. Da sind jetzt erstmal wieder die Einzelnen. Müssen wir auch mal die nächsten größeren Wellen wieder abwarten. So, wenn ich diese Nacht hier ohne Tod überstehe, dann werde ich auf jeden Fall schon mal den Schwierigkeitsgrad wieder hochdrehen. Vorausgesetzt natürlich, die nächste Nacht funktioniert auch mit den Riesen, so wie ich mir das vorstelle. Aber im Moment sieht es ja alles recht entspannt aus, solange uns der Saft nicht ausgeht. Zombies kommen nicht weit.
Auch nur ein normaler. Auch alles nur normale. Wo bleiben denn die großen bösen Jungs? Fällt mir gerade noch so ein, in den YouTube-Kommentaren hatten einige geschrieben, dass ich den Mörser zum Beispiel aufs Dach stellen soll. Sehe ich keine Notwendigkeit. Ich will den Mörser eigentlich überhaupt gar nicht benutzen. Der ist jetzt einfach nur noch mal als Backup für den Fall, dass das mit den Riesen komplett schief geht. Da sehe ich jetzt nichts Neues dabei. Doch da. Das ist eine Mrs. Tentakel, aber sonst sieht alles so aus, wie wir schon kennen. Genau, bezüglich der Fallenstraße hatte auch jemand geschrieben, dass das im Prinzip die gleiche ist, die ich in der letzten Staffel gebaut habe. Von der Grundidee her ja, aber in der letzten Staffel habe ich den gesamten Weg der Fallen mit, oder den ganzen Weg der Straße mit Fallen gepflastert. Da waren dann Rollbänder drin, da waren Stachelfallen drin und so weiter. Das habe ich hier alles komplett weggelassen. Ich habe wirklich nur die Plasmaschocker jetzt. Das Einzige, was ich jetzt noch hinzugefügt habe, ist das Fallbeil da unten. Einfach, um die Jungs noch ein bisschen länger auf dem Stachel zu halten. Auf dem Stachel, sage ich schon. Auf dem Push-Schalter da unten. Aber so wie es jetzt aussieht, scheint es erstmal zu funktionieren. So. Ja, und ansonsten haben die halt freie Bahn. Ne, die können hier einfach durchlaufen. Die werden nicht behindert, nicht blockiert beim Laufen, bis sie dann hier oben irgendwann ankommen. Was sie aber eigentlich nicht tun sollten. So, wir rennen noch mal schnell nach hinten. Ich will einmal kurz den Batteriestand angucken. Oh ja. Eine Batterie haben wir jetzt ungefähr verbraucht. Das sollte eigentlich durchgehen. Mit dem Strom, den wir haben. Und es ist halt auch noch mal ein massiver Unterschied. Ich habe in der letzten Staffel sehr, sehr viel mit Solarzellen gearbeitet. Jetzt arbeite ich fast ausschließlich mit Windturbinen. Auch noch mal ein erheblicher Unterschied. Einzige, was ich noch machen muss, was ich eigentlich schon für diese Nacht machen wollte, noch mal ein paar Lichter installieren und dann noch die Tag-Nacht-Schaltung mit einbauen. Dafür brauche ich eine Solarzelle, aber ansonsten ja, sehe ich jetzt im Moment keinen Grund, Solarzellen zu verwenden, weil wir vom Strom her, so wie es jetzt aussieht, ganz gut hinkommen werden. Selbst wenn ich da jetzt noch, ich denke mal, so 10 Windturbinen kann ich da oben locker noch draufstellen, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Sonst kann ich die Decke ja auch noch erweitern mit Brücken. Sollten wir eigentlich die Nacht ganz gut klarkommen. So von der Grundfallensituation her. Weil viel höher wird der Stromverbrauch nicht. Irgendwann vielleicht noch ein dritter Plasmaschocker, wobei ich da im Moment noch keine Notwendigkeit für sehe. Es sei denn, wir sind vom Schwierigkeitsgrad her wirklich irgendwann auf Legende angekommen. Dann werden wir den sicherlich brauchen, den dritten Plasmaschocker. Und dann musste ich auch gucken, wie ich das baue, ob ich dann hier nochmal eine Etage draufsetze und da nochmal zwei Plasmaschocker reinsetze. Das muss ich dann nochmal schauen. So, da sind wieder ein paar Schwere dabei. Ja, aber ihr seht's, die kommen wirklich nicht weit. Da kommt jetzt einiges. Und bis jetzt hat mich auch noch keiner von hinten überrascht. Also die Wände in der Base funktionieren scheinbar auch ganz gut. Und tschüss. Wobei ich doch eine Sache will ich jetzt mal machen. Ich werde jetzt doch hier mal eben den Nachladehammer schwingen. Ich will einmal kurz checken, ob das mit der Wegführung passt. Jetzt werden sicherlich ein paar hier hochkommen. Aber sobald ich wieder hier unten angekommen bin, sollte das eigentlich nicht mehr der Fall sein. Einer macht sich da jetzt gerade auf den Weg. Jetzt habe ich auch keine Munition. Oh, der ist wieder runtergehüpft. Wo ist er denn jetzt hin? Okay, da rennt der nächste rein. Boah, habt ihr das gesehen? Der ist einfach da hinten von der Leiter gesprungen. Jetzt müssen wir die Seite doch noch mal ein bisschen besser im Auge behalten.
Da ist noch einer. Und tschüss. Ja, aber doch, die laufen in die Hauptfallenstraße rein. Es sind nur Vereinzelte, die sich auf dem anderen Weg verirren. Das ist überhaupt kein Problem. Spätestens, wenn ich die hier alle auf Strom aufgewertet habe, sollte das gar kein Thema mehr sein. Aber jetzt haben wir schon wieder zu wenig. Jetzt können wir mal die Fallbeile testen. Dafür ist der zu schnell, der Bursche hier. Der nicht. Und jetzt gehen die Plasmaschocker wieder los. Die Frequenz ist halt immer noch viel zu niedrig. Also ich würde schon fast behaupten, dass wir mit der Pfeile hier auf Legende schon klarkommen müssten. Aber das werden wir testen. Nacht 16 ist nochmal mit den Riesen. Danach geht es nochmal eine Stufe hoch für 17 und 18. Und wenn das gut funktioniert, sind wir bei Nacht 20 auf Legende. Und ich glaube, ohne großartig jetzt hier noch Upgrades zu machen, kommen wir da auch mit klar. Und richtig spannend fängt es ja dann auch erst im Prinzip so ab Nacht 25, 30 an. Bis dahin sollten wir dann auch das Schneebiom und alles schon erkundet haben, damit wir dann uns ausführlich um die Base kümmern können. Jeden Tag. Ich frage mich, ob die vom Fleischsack überhaupt angezogen werden. Und wie sieht es aus, wenn ich mich hier hinstelle? Also die rennen weiterhin da rein. Und die auch. Haben schon wieder nicht ausgereicht, um den Schalter zu aktivieren. Zwei Jungs da, ist aber nicht schlimm. Dürften nicht durch die Fallbeile kommen. Und tschüss. Mal kurz gehen. Da kommt aber keiner durch. Kommt keiner durch. So, ich bleibe jetzt mal einen Moment hier stehen. Vielleicht kommt ja hier noch mal einer durchgerannt, um das Ding hier auch noch mal zu testen, wo die Zombies dahin geschleudert werden. Aber mit der Wegfindung bin ich zufrieden. Das scheint jetzt tatsächlich alles zu funktionieren. Noch mal ein bisschen weiter rüber gehen. Gucken, ob das noch einen Unterschied macht. Umdrehen tut schon mal keiner. Nee, und sie laufen trotzdem in die richtige Straße. Sehr gut. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir die Chance, dass vielleicht mal einer mit durchkommt hier. Die nicht. Zwei Plasmaschocker zerlegen halt alles, ne, wenn sie auslösen. So, jetzt kommen wieder ein paar Schwere rein. Was mir an dem Aufbau tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, ist diese Grube, die wir hier quasi erschaffen haben, um die Plasmaschocker herum. Da kann man sehr, sehr gut reingucken. Und ja, die sorgt auch dafür, dass sich da nichts aufstaut. Das ist schon sehr, sehr gut. Machen wir nochmal einen Stromcheck. Oh, wir sind runter auf eine Batterie. Oh, was mache ich denn?
Fragt mich nicht, warum ich das getan habe. Ich kann es euch nicht sagen. Mach zu die Tür. So, aber ist ja eh gerade nicht so viel los. Noch mal kurz gucken, wenn wir hier stehen, wo laufen die Jungs dann hin? Da waren doch eben noch welche, wo sind die hin? Der ist runtergehüpft. Rennt aber in den richtigen Weg rein. Alles gut. Oh, der aber nicht. So, da haben wir nochmal einen Feuerzombie. Vielleicht haben wir Glück und der schafft es durch die Fallbeile. Wir sind ja aktuell alle deaktiviert. Komm, ich drück dir die Daumen. Oh! Er hat es geschafft. Und nicht nur er. Egal. Rennen wir den Weg hier nochmal lang. Ach, wie ärgerlich. Warum kam denn da jetzt gerade noch einer von hinten? Genau in dem Moment. Naja. Okay, jetzt kommen wieder zu viele. Da wird keiner von durchkommen. Ja, ihr seht, die Plasmaschocker gehen immer erst an, wenn so 5-6 Jungs rübergelaufen sind. Dauert halt immer einen Moment. Die wollen aus welchen Gründen auch immer unbedingt den Weg nehmen. Ey. Frech, was macht der? Jetzt ist einer durchgekommen, so bitte. Und tschüss, wo fliegst du hin? Ich hab's jetzt nicht gesehen, ist er hinter die Wand geflogen oder vor die Wand? Vor die Wand, okay, perfekt. Da kommen die nächsten. Der dürfte auch wegfliegen. Und der ist vor die Wand geflogen. Und da ist die Musik auch schon wieder aus. Und mich nur noch um ihn hier kümmern. Oh, Munition ist alle. Dann mache ich es manuell. Was soll der jetzt sehen? Oh, so ein paar sind noch im Rennen. So, aber ich glaube, das war's. Gut. So, hast du uns noch ein Säckchen da gelassen? Ja, hast du. Da hinten liegt noch ein Säckchen. Dann holen wir das auch noch. Und dann gucken wir mal, wo der ganze Loot rumliegt. Oh, da kommt noch einer. Jetzt nimm mal. Und noch einer. Das Ding hier muss ich unbedingt auf Metall aufwerten. Wobei ist ja nicht viel mit passiert. Udi. So, aber ich glaube, jetzt ist wirklich vorbei. Oh, mal gucken. Also ich sage, das meiste liegt wieder in der ersten Etage. Ja, sieht aktuell auch ganz danach aus. So, ab hier. Ja, hier liegt wieder richtig viel rum. Und dann zieht sich das hier wieder durch. Also da hat sich an dem Verhalten der Jungs nicht viel geändert. Sie sterben immer noch an der gleichen Stelle überwiegend. Wobei doch, hier vorne sind schon ein paar mehr Säcke, würde ich behaupten.
Vielleicht sollte ich mir noch mal was überlegen, dass ich die Falle einmal abstelle, wenn ich loote. Dass diese vereinzelten Jungs da ständig nachkommen und mir auf die Nerven gehen, das ist ein bisschen blöd. So, den noch. Und das hier noch. Und das auch noch. Haben wir alles. 900 Forschungspunkte und ein paar habe ich noch oben. Forschungspunkte, wir haben 900 Stück. Und wie letztes Mal angekündigt, gehen wir jetzt mit dem Profiboxer weiter. Erstmal 10% Ausweichrate, dafür brauchen wir das Buch Katzenphysik. Das haben wir schon zweimal mittlerweile. Zack, direkt her damit. Und den Champion-Boxer nochmal 10% Ausweichrate. Schieben wir nochmal hinterher. Dann hätte ich ganz gerne den Weitsprungsportler. Bringt uns nochmal 5% Sprungkraft und weniger Ausdauerverbrauch beim Springen. Das gleiche für den nächsten, da haben wir aber nicht genug Punkte für. Dann gucken wir weiter mit dem Geheimagent. Da brauchen wir Arsene Lupin Gentleman. Können wir uns nochmal 10% Geräuschreduzierung einkaufen. Und für den letzten Skill hier brauchen wir auch nochmal 200 Skillpunkte, die wir nicht mehr haben. Und zum Abschluss des heutigen Tages werden wir hier jetzt noch die erste Falltür aufwerten. Ich habe dafür schon alles zusammengetragen. Das Ding werten wir auch direkt auf. Dann hole ich mir mein Draht runter und wir klemmen dieses gute Stück einfach hier oben mit an das Sprungbrett dran, beziehungsweise an die Fallenstraße, die wir hier jetzt schon haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.